Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ulrich mit einem L jetzt, das sind die Besseren. Diese Woche hat das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung ein erschreckendes Bild über den deutschen Wirtschaftsstandard abgegeben, Herr Habeck. Es dürfte Ihnen bekannt sein. Wir sind nur noch 18 davon 21. Deutschland ist mit ihrem Wirtschaftsstandard auf dem absteigenden Ast. Neben Bürokratie, sinkender Innovationsbereitschaft, hohen Energiekosten sind es vor allen Dingen auch der Arbeitskräftemangel, der den Unternehmen zu schaffen macht. Und in diesem wirtschaftlichen Umfeld findet ihr auch die Start-ups versuchen, dort zu handeln. Und Sie haben selbst die Zahlen genannt, dass wir auch bei den Start-ups in den letzten Jahren einen Rückschritt hatten. Jetzt kann man sagen, okay, ein Forschungsinstitut ist das eine, war das vielleicht eine Auftragsarbeit? Was aber auch aufhorchen lässt, ist, dass der IGBCE-Vorsitzende diese Woche in einer Pressekonferenz gesagt hat, man kann nur eine Wirtschaft transformieren, die es in ein paar Jahren noch gibt. Spätestens da, Herr Habeck, müssen bei Ihnen alle Alarmsignale losgehen. Was Herr Vassalides auch gesagt hat, ist, er möchte ein Perspektivtreffen nicht beim Wirtschaftsminister, sondern im Kanzleramt. Und deshalb sage ich, Herr Habeck, Sie können nichts dafür, dass Sie Minister geworden sind und ein paar Monate später gab es diesen Krieg, wo Sie handeln mussten bei Energiesicherheiten, bei Energiepreisen, wo Sie gefordert waren als Energie- und Klimaminister. Was Deutschland aber dringend braucht, ist endlich auch ein Wirtschaftsminister. Und da haben Sie in Ihrem ersten Jahr Ihre Regierung zu viel liegen lassen. Und deshalb müssen Sie jetzt da tatsächlich etwas mehr auf die Schiene bringen. Es spricht für Sie, dass möglicherweise gewisse Kritik schon bei Ihnen angekommen ist, dass Sie heute bei dieser Rede hier am Puls sind. Aber noch einmal, Sie müssen da mehr tun im nächsten Jahr, denn die Angst vor einer großen Deindustrialisierung in Deutschland ist ja allgegenwärtig. Und das kriegt man auch von allen gesagt, von Arbeitgebern, von Gewerkschaftern, von vielen Beteiligten. Herr Habeck, Sie sind nicht nur Klima- und Energieminister, Sie sind auch Wirtschaftsminister. Und bei der Start-up-Strategie müssen Sie sich gar nicht so viel Zeit lassen, denn vieles von dem, was Sie da in Ihrem Sache reingeschrieben haben. Wir sind ja hier in Berlin. Berlin ist Hotspot der deutschen Start-up-Branche. In Berlin regiert Rot-Rot-Grün. Und vieles von dem, was Sie in Ihre Strategie reingeschrieben haben, ist ja auch ein Stück weit von Berlin abgekupfert. Deshalb insoweit ist es gerade gut, dass Sie da vielleicht auch ein paar Vorschläge von Berlin übernommen haben. Denn in Berlin läuft da vieles auch gut. Man merkt, wo links mitregiert, ist man auf einem guten Weg, auch in der Start-up-Szene. Aber was wir als Linke einfordern, und da steht in Ihrer Strategie überhaupt nichts drin. Wenn man die Start-up-Szene fördert, muss das verbunden werden auch mit guter Arbeit. Und bei viel zu vielen Start-ups gibt es keine Betriebsräte, gibt es keine Tarifverträge, werden die Arbeitszeitregelungen nicht eingehalten. Deshalb sagen wir klipp und klar, wir reichen die Hand als Oppositionsfraktion auch bei dieser Strategie. Aber Fördern der Start-up-Szene muss einhergehen mit Perspektiven der guten Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. Als nächster hat das Wort der Kollege Mike Außendorf.